anschaulich und stringent. Universal gelehrt. Emanzipativ. Zum Nachdenken anregen. Horizont erweitern. Spannend und tiefgründig. Es muss heute relevant sein. Allein die Einreichungen haben ja ein ganz großes Spektrum abgebildet, vom naturwissenschaftlichen Buch bis über das Kinderbuch bis zum zeitgeschichtlichen großen Werk. Und dieses Spektrum unter einen Hut zu bringen, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Kriterien zu finden für Bücher, die völlig unterschiedliche Themen bearbeiten. Aber es geht doch. Wir versuchen, eine Bandbreite abzubilden, aber wir schauen am Ende des Tages jedes Buch einzeln und schauen wirklich, wie gut ist dieses Buch geschrieben, wie fundiert und was auch von so einer herausragende Bedeutung hat, dieses spezifische Titel. Ich finde es schon wichtig, dass wir nicht nur Bücher von alten weißen Männern, ich weiß, das ist inzwischen ein Klischee geworden, über alte weiße Männer in Betracht ziehen, sondern dass wir schauen, was sind die aktuellen Themen, mit denen sich eine Gesellschaft auch in jüngerer Zeit erst beschäftigt. Wir dürfen hier nicht im Elfenbeinturm sitzen und gucken, was interessiert uns und wo wollten wir denn eigentlich längst schon mal was Neues drüber lesen. Ich glaube schon, dass Sachbücher uns helfen, ja auch Dinge zu verstehen, uns in Materien hinein zu vertiefen. Ich glaube, es muss authentisch sein, es muss glaubwürdig sein. Es darf natürlich nicht sozusagen die Person, Autor, Autorin zu sehr im Vordergrund stehen vor der Sache, ja, sonst ist es kein Sachbuch mehr. Man darf nicht gleich nach der ersten Seite rausfliegen, weil man mit den Gedanken woanders ist. Insofern sage ich jetzt mal, der Text muss fesseln. Also ich denke, ein wirklich gutes Sachbuch kann durchaus einen ungewöhnlichen Stil haben in der Darbietung, aber es muss natürlich trotzdem seriös recherchiert sein und es muss argumentativ stringent sein. Mit vernünftigen Leuten, klugen Menschen in einer literaturkritischen Jury zu sitzen, die einen Sachbuchpreis vergibt, ist überhaupt nicht schwierig. Das ist eigentlich ein intellektuelles Vergnügen, ein Wellness für die geistige Gesundheit. Einmal klatschen. Ein Klatschen für die Jury. Wellness für die geistige Gesundheit. Also, sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen beim Höhepunkt dieser sehr spezifischen Kur, um im Bild Dennis Schecks zu bleiben, bei der Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises 2022 hier im Humboldt-Forum, wie auch zu Hause an den Bildschirmen. Schön, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von Deutschlandfunk Kultur uns folgen. Bücher können ohne andere nicht existieren wie Menschen. Die vielen Verweise in den Titeln der nominierten Bücher sagen uns nicht zuletzt Folgendes, nämlich, dass das Buch in vielfältiger Weise ein Gespräch ist. In einem der Bücher wird ein Gedanke Hannah Arendts am Ende zitiert, den ich gern an den Anfang unserer Veranstaltung stellen würde. Warum? Weil mir dieser Gedanke Hannah Arendts in besonderer Weise zu zeigen scheint, warum es sinnvoll ist, einen Sachbuchpreis zu stiften, indem er uns das Problematische der einhelligen Meinung vor Augen führt. Ich zitiere Hannah Arendt: Einhellige Meinungen sind eine bedrohliche Erscheinung und gehören zu den Kennzeichen unseres modernen Massenzeitalters. Jede Einhelligkeit in öffentlichen Meinungen tendiert dazu, Andersdenkende physisch zu beseitigen, denn massenhafte Übereinstimmung ist nicht das Ergebnis einer Übereinkunft, sondern ein Ausdruck von Fanatismus und Hysterie. Zu viel
Hannah Arendt. Sachbücher, sehr geehrte Damen und Herren, sind also auch Orte des intellektuellen Aufbegehrens gegen die so verstandene einhellige Meinung. Zugleich, was etwa den Krieg in der Ukraine angeht, braucht es da nicht entschiedene Einhelligkeit, nicht zuletzt auf europäischer Seite? Es ist alles sehr komplex. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels begrüßen. Mein Name ist Katja Gasser und ich werde versuchen, Sie möglichst glimpflich durch die nächste Stunde zu lotsen. Ich bitte jetzt den Generalintendanten des Humboldt-Forums, Professor Hartmut Dorgalow, um seine Grußworte. Danach die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs. Grußwort und Begrüßung in 90 Sekunden. Frau Staatsministerin, liebe Frau Roth, Frau Vorsteherin, liebe Frau Schmidt-Friedrichs, liebe Mitglieder der Jury, liebe Nominierte, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde des Humboldt-Forums, wenn dieser Ort ein Ort der internationalen Vielstimmigkeit werden soll und will, ein Ort für Transdisziplinarität und Erfahrungswissen, ein Ort für sehr verschiedene, diverse Publika, dann gehört der Deutsche Sachbuchpreis in dieses Haus. Wir sind sehr froh, dass wir zum zweiten Mal Gastgeber hier für die Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises sind. Aus unserer Sicht hätten alle Nominierten ganz klar den Preis verdient. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend mit uns hier sind. Wir gratulieren allen Nominierten und wir sind ganz sicher, diese Bücher und nicht nur das eine, das diesen Preis gewinnen wird, hat ganz viele Leserinnen und Leser nicht nur verdient, sondern wird es auch bekommen. Wir glauben an die Kraft der Kultur und wir glauben an die Kraft des Buches, auch des Sachbuches. Herzlich willkommen. Liebe Gäste hier im Humboldt-Forum, liebe Sachbuchfans an den Bildschirmen, ich heiße Sie herzlich willkommen zur zweiten Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Und ich habe mich gefragt, wenn mein zukünftiges Ich irgendwann gebeten würde, einen Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022 zu werfen, anhand dieser 8 Titel, die heute Abend für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert sind, könnte ich das perfekt. Denn die Liste der Nominierten ist ein Spiegel unserer Zeit. Sie beschreibt, was uns gerade beschäftigt. Sie beschreibt, was uns ohnmächtig macht, was uns Hoffnung gibt. Dass eine Reihe von Büchern das erreichen kann, zeigt, was Sachbücher vermögen. Sie helfen, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, auf Basis gründlicher Recherche und gesicherter Fakten. Deshalb zeichnen wir heute Abend nicht nur einen Titel als Sachbuch des Jahres aus, sondern wir feiern auch das Sachbuch an sich und seine AutorInnen. Liebe AutorInnen, ich danke Ihnen, dass Sie unser Denken und unser Gespräch mit Ihren Büchern bereichern und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Liebe Staatsministerin Claudia Roth, Sie heiße ich ganz besonders willkommen. Es freut mich riesig, Sie als Schirmfrau dieses Preises und als Streiterin für die Kultur an unserer Seite zu wissen. Nicht nur heute wir beide symbolisch, sondern auch darüber hinaus. Und ich begrüße die 7 SachbuchexpertInnen, die irren Einsatz gebracht haben. Dennis Scheck sagt gerade, das ist ein reines Vergnügen. Ich glaube, es ist trotz allem auch ein bisschen Arbeit. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Toll, wenn es aber auch ein Vergnügen war. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Förderer und Partner. Ohne die Unterstützung unseres Hauptförderers, der Deutsche Bank Stiftung, könnten wir diesen wichtigen Preis nicht verleihen. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre stets konstruktive Begleitung. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen des Humboldt-Forums, die uns diesen tollen Rahmen zur Verfügung stellen und die Preisverleihung damit ermöglichen. Aber lassen Sie uns nun gemeinsam den nominierten Titeln und AutorInnen die Bühne bereiten. Danke. Bevor wir zu den nominierten
Titeln kommen und zu den Autorinnen und Autoren bitte ich nun die Staatsministerin für Kultur und Medien zu mir auf die Bühne. Sie ist zugleich, wir haben es gehört, auch die Schirmfrau des Deutschen Sachbuchpreises. Schön, dass Sie hier sind. Claudia Roth. Das soll so ein Gesprächstisch sein, ist ja, aber etwas seltsam. Aber wir sind aufgefordert, hier rund um dieses Ding zu stehen. Also, ich dachte, wir laufen jetzt rum. Können wir im Anschluss machen. Frau Roth, in Zeiten multifaktoraler Krisen, wie wir sie zurzeit erleben, was sind denn die Beweggründe, gerade vielleicht in diesen Zeiten, die wir jetzt gemeinsam durchstehen, Kunst und Kultur zu fördern? Ja, ich warte immer noch auf den ersten Tag, wo ich das Gefühl habe, in der Normalität angekommen zu sein. Also jetzt mal so normal anfangen können zu arbeiten. Und es ist wirklich, wie Sie sagen, diese Krisen, wir sind ja in einer Zeit, wo nicht eine Krise nach der anderen kommt, sondern wo sich Krisen überlagen wie so tektonische Platten. Und wenn Sie sich überlegen, wie bei mir alles anfing, dann war das zuerst Corona und Corona und Folgen, auch und gerade für Kunst und Kultur. Eine Branche, die wahrscheinlich mit den höchsten Preis bezahlt hat und es ist mitnichten vorbei. Dann kommt die Klimakrise, die ein Stück weit marginalisiert scheint, ist sie aber nicht. Sie haut richtig rein, wenn man die neuen wissenschaftlichen Zahlen sich anschaut von Erderwärmung, die 1,5 Grad sein soll in 2026, also in 4 Jahren. Und dann kommt der Krieg, der alles überlagert. Und ich glaube, dass sowohl die Corona-Krise als auch jetzt der Krieg in der Ukraine, der, wie mir ukrainische Künstler sagen, ja auch ein Krieg gegen die Kultur ist, deutlich machen, welche Bedeutung Kunst und Kultur hat, welche Bedeutung Kunst und Kultur hat für unsere Demokratie, die Stimme der Demokratie. Wenn es keine Konzerte, keine Theater, keine Poetry Slams mehr gibt, wenn es keine Bücher mehr geben würde, keine Autorinnen und Autoren, die sich überhaupt leisten können, als künstlerisch tätig zu sein, dann hat unsere Demokratie ganz, ganz viel verloren. Und ich hoffe, dass das eine der Folgen sein wird von der Corona-Pandemie und jetzt von diesem Krieg, dass wir uns bewusst werden, welcher Reichtum Kunst und Kultur ist und welche Verantwortung wir gegenüber Kunst und Kultur haben, dass wir Räume brauchen, dass wir sie schützen müssen, die Infrastruktur erhalten müssen und dass wir sie tunlichst nicht unter Freizeitvergnügen und Fitnessstudios einordnen sollten, sondern dass es eine besondere Bedeutung hat in unserer Demokratie, weil es die Stimme der Demokratie ist in einer Welt, in der Demokratien nicht immun sind, sondern systematisch angegriffen werden. Frau Staatsministerin, jetzt sind Sie Studierte, unter anderem Germanistin. Naja, 2 Semester habe ich studiert. Aber also immerhin. Es geht mir mal nicht immerhin, an, keine Angabe. Immerhin. Theaterwissenschaft. Und Theaterwissenschaft. Theaterwissenschaft und dann auch noch Germanistik, natürlich das politische Kinderbuch. Das war Mitte der 70er Jahre, da ging es richtig ab. Jetzt sind wir eben in der Buchbranche hier angesiedelt. Sie sind Schirmfrau des Deutschen Sachbuchpreises. Was liegt Ihnen denn an der Buchbranche am meisten am Herzen? Oder was unterscheidet Sie vielleicht auch von anderen Kulturbranchen? Also am meisten liegt mir am Herzen, dass die Leipziger Buchmesse stattfindet. Yay! Die Frankfurter natürlich auch, natürlich, sondern dass wir begreifen auch das, welcher Reichtum das ist. Und wenn ich mir anschaue, ich habe gesagt, es ist ein Krieg in der Ukraine, ein Krieg gegen die Kultur, dann ist es auch ein Propagandakrieg, wie Wladimir Kaminer geschrieben hat in einem bemerkenswerten Brief, den er geschrieben hat, wo er beschreibt, welche Waffe die Propaganda ist. Und deswegen ist dieser Sachbuchpreis und das Sachbuch von so unglaublicher Bedeutung in einer Zeit, in der mit Fake News, in der mit Desinformation Gewalt ausgeübt wird. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir nicht nur lesen, sondern über das Lesen auch unser Denken mobilisieren, uns eine eigene Meinung bilden, auch in einer
Kontroverse beim Lesen vielleicht zum Autor oder zu der Autorin. Also ich glaube, es ist Lebenselixier. Das Buch ist etwas, und wenn ich es in der Hand habe, ist es noch schöner, ein Lebenselixier, das ich brauche, um in einer Demokratie als Demokratin mich auch einmischen zu können. Und ich finde die Nominierten großartig, weil sie in der Tat Themen behandeln. Jetzt habe ich sie noch nicht alle lesen können, aber sie behandeln Themen, die uns alle angehen. Und sie sind doch ein Ansporn, sich einzubringen in diese Debatten. Das ist nämlich der Unterschied. Und da hat Hannah Arendt ja wahnsinnig recht. Was macht denn eine Demokratie aus? Eine Demokratie macht doch die Kontroverse aus. Und das Sachbuch ist ja eigentlich die Einladung zu der eigenen Meinung und dann auch noch zu der Kontroverse mit dem Buch. Also zumindest lese ich oft Bücher, wo ich mich dann mit denen auseinandersetze. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Danke, danke Ihnen. Danke. Danke. Das Buch ist ein resilientes Ding. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt aber sind wir wirklich bei jenen angelangt, die diesen Abend ja erst möglich machen, nämlich bei den Autorinnen und Autoren der nominierten Titel. Wir stellen Ihnen jetzt, liebes Publikum, in zwei Tranchen die Autorinnen und ihre Bücher vor, in kurzen Zuspielern, die in Kooperation mit dem ORF entstanden sind. Die Reihung ist alphabetischer Art. Nach der ersten Tranche werde ich die Jury-Sprecherin Tanja Martini auf die Bühne bitten und ihr 2 bis 4 Fragen stellen. Bitte zuerst Film ab für die ersten 4. Mein Name ist Bettina Baltscheff. Ich bin Journalistin und Autorin. Ich arbeite normalerweise fürs Radio und manchmal schreibe ich ein Buch. Mein Buch Am Rande der Glückseligkeit über den Strand ist eine Kulturgeschichte des Strandlebens in der Moderne. Ich reise mit meinem Buch an 8 europäische Strände, die ich exemplarisch ausgesucht habe für die Kulturgeschichte des Strandes. Ich beginne in Scheveningen, der Stadtstrand von Den Haag. Ich reise nach Brighton, nach Ostende. Ich reise in die Normandie, später nach Spanien und nach Italien. Und mein Buch endet, musste enden, auf Lesbos, denn auch dort wird Strandgeschichte geschrieben. Ich glaube, der Strand ist so eine Zwischenwelt. Es ist der Streifen zwischen Land und Meer, an dem wir uns begeben, weil wir dort Glückseligkeit suchen, weil wir es als Sehnsuchtsort auserkoren haben. Und gleichzeitig ist es ein Strand, an dem uns Geschichte einholt, an dem Kriege stattfinden, an dem Geflüchtete anlanden, an dem wir auch die Krisen unserer Moderne besichtigen können. Diese Idee des Strandes, die ist so stark und die lässt uns nicht los, dass wir trotzdem immer wieder an den Strand streben, egal was passiert. Mein Name ist Alice Botha. Ich war die Korrespondentin der Zeit in Moskau. Die Frauen von Belarus, eine Hausfrau, beschließt, einen Diktator herauszufordern und bezahlt dafür einen sehr hohen Preis, lebt heute im Exil und hat die belarussische Gesellschaft auf immer verändert. Am 9. August 2020 sollte Belarus einen Präsidenten wählen. Diese Wahlen sind eigentlich immer gefälscht. Aber in diesem Fall hat man Svetlana Tsihanouskaja zugelassen. Man wollte den Alexander Lukaschenka nach so vielen Jahren an der Macht loswerden. Und wahrscheinlich hat sie diese Wahl sogar gewonnen. Wir werden es nie erfahren, weil diese Wahl eben in einer Dreistigkeit, die beispiellos war, gefälscht worden ist. Daraufhin gingen die Menschen massenhaft auf die Straße und der Staat begegnete ihnen mit einer Gewalt, wie sie Belarus in seiner Unabhängigkeit so noch nie erlebt hat. Ich habe das Buch geschrieben, nicht für Expertinnen und Experten, sondern für Menschen wie meine Mutter, meine Cousine, meine Nachbarin, die irgendwie Belarus auf den Schirm haben, aber sich nie besonders interessiert haben. Und dieses Buch soll so eine Art Übersetzungsfunktion haben.
ist Stefan Kreuzberger, ich bin Historiker und beschäftige mich schon seit langen Jahren mit dem Thema der deutsch-russischen, der deutsch-sowjetischen Beziehungsgeschichte. Wer sich auf mein Buch einlässt, begibt sich auf eine Zeitreise. Er durchschreitet da das deutsch-russische Jahrhundert, das gekennzeichnet ist durch Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Annäherung und Abgrenzung. Ich steige ganz entscheidend mit dem Jahr 1917 ein. Es ist das Jahr der Oktoberrevolution unter Wladimir Lenin in Petrograd, bevor ich dann die großen Fragen der Politik und Wirtschaft und übrigen Herausforderungen in diesem langen 20. Jahrhundert diskutiere. Aufgrund der Höhen und Tiefen, die dieses deutsch-russische Jahrhundert auszeichnet, stimmt mich das Ganze summa summarum optimistisch. Also auch es wird insgesamt auch weitergehen. Und auch wenn wir uns das im Augenblick sehr schwer vorstellen können und am allerwenigsten uns mit Wladimir Putin vorstellen können, mit Putin wird es so nicht weitergehen können. Wir sind eine vom Frieden verwöhnte, glücklicherweise eine vom Frieden verwöhnte Generation. Und deshalb sind wir so schockiert, was wir im Augenblick erleben. Und das wäre etwas, von dem ich mir hoffe, dass es wieder zurückkommen möge. Ich bin Samira El-Wassil und ich bin Publizistin, Kolumnistin und arbeite auch als Schauspielerin. Mein Name ist Friedemann Karik. Ich schreibe Bücher und sage Sachen. In unserem Buch ergründen wir die Wirkmacht von Geschichten und warum unser Gehirn so anfällig ist und wir so verführbar sind für die Geschichten, die uns erzählt werden. Der Mensch kann nur in Geschichten denken. Das ist wie Farben sehen. Wir können uns gar nicht dagegen entscheiden, weil unser Gehirn so aufgebaut ist. Die Sehnsucht der Menschen nach simplen Geschichten ist heute vielleicht sogar größer denn je. Je komplexer die Welt wird, desto mehr wollen wir natürlich die ganz einfache Erklärung. Und das ist natürlich die Existenzgrundlage für Propaganda oder Lügen. Wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass wir in Geschichten denken und eigentlich gar nicht andere Möglichkeiten haben, die Welt und die Informationen für uns handhabbar zu machen, dann ist vielleicht genau das der Schlüssel zu einer Veränderung eben genau dieser Welt, weil wir uns durch unser Denken eine Welt anders denken können. Und deswegen ist der erste Schritt zu einer vielleicht sogar besseren Welt die Reflexion genau dieses narrativen Konstrukts. Tanja Martini, DAT-Journalistin, Redakteurin für das politische Buch und eben Jury-Sprecherin des Deutschen Sachbuchpreises. Wir müssen uns hierher bewegen. Guten Abend. Des Deutschen Sachbuchpreises 2022. Liebe Frau Martini, in dem Buch der zwei Autoren, die wir zuletzt vorgestellt bekamen, heißt es gegen Ende hin, erzählen Sie sich und Ihren Lieben die Geschichte einer guten Zukunft, erfinden Sie Utopien, fantasieren Sie paradiesische Zustände, seien Sie mutig. Zitat Ende. Meine Frage an Sie wäre, Frau Martini, brauchte es denn in der Juryarbeit zuweilen auch Mut und wenn ja, wofür? Eigentlich braucht es nur gute Argumente. Es braucht natürlich Kriterien und am besten auch einen theoretischen Werkzeugkasten, den man dann auch noch zu bedienen weiß. Und man sollte auch harte Diskussionen nicht scheuen, weil es kann natürlich ordentlich zur Sache gehen, ja. Man wäre da gern manchmal dabei und würde zuhören, weil Sie die Kriterien erwähnt haben, Frau Martini. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Jury-Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei aller Belesenheit und fundierten Fachkenntnis nicht in allen Themenbereichen wirklich eingearbeitet sind. Dennoch braucht es Maßstäbe im Beurteilen von eingereichten Titeln. Welche Maßstäbe sind denn Ihnen im Speziellen wichtig? Welche Kriterien? Also es ist in unserer Jury tatsächlich ein unglaublich breites, großes, beeindruckendes Wissen zusammengekommen, das muss man einfach sagen. Aber klar, letztlich die wichtigen, wirklich wichtigen Kriterien sind vielleicht analytische Schärfe und damit verbunden auch eine stringente Argumentation. Aber es nützt auch die originellste These nichts, wenn sie nicht gut erzählt ist, gut entwickelt wird. Und das heißt, es muss schon auch wirklich eine
ein wirklich eleganter Schreibstil erkennbar sein. Für den Deutschen Sachbuchpreis ist natürlich die aktuelle gesellschaftliche Relevanz wichtig. Aber ich denke, ein Buch, ein wirklich herausragendes Sachbuch, sollte auch die Leser und Leserinnen überraschen und herausfordern. Aber dabei vielleicht nicht, oder was heißt vielleicht, dabei auf keinen Fall populistisch gegenüber der Sache sein. Eine Frage noch und dann sehen wir uns die nächsten vier Autorinnen und ihre Bücher in diesen Kurzfilmen an. Bei aller Unterschiedlichkeit der Inhalte, die man jetzt findet auf dieser nominierten Liste, fiel bei näherer Betrachtung dieser Titel vielleicht doch Gemeinsames überraschend auf? Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt in der Jury. Wir haben sie eigentlich erstmal mit Nein beantwortet, aber dann ist mir doch aufgefallen, dass es tatsächlich, das klingt jetzt sehr groß, aber das Thema Freiheit schon sehr anwesend ist. Es ist dann tatsächlich auch einem Kommentator unserer nominierten Liste im Radio aufgefallen, was mich total gefreut hat. Ja, das Thema Freiheit ist anwesend. Also es ist natürlich in direkter Weise im Buch von Alice Botha oder von Steffen Mau. Aber es ist auch in vielleicht etwas indirekterer Weise im Buch von Stefan Malinowski präsent und dann auch wiederum gar nicht indirekt, weil es geht um Wissenschaftsfreiheit, ein einfach unglaublich wichtiges Thema, das uns vielleicht in der Zukunft auch noch mehr beschäftigen wird, leider. Und insofern, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat so eine Jury auch ein unbewusstes, was jetzt überhaupt nicht mythologisierend klingen soll oder so, aber was jetzt einfach darauf verweisen soll, dass natürlich diese Diskussionen nicht im luftleeren Raum stattfinden und wir natürlich ja, die gesellschaftlichen Debatten und Ereignisse, dass die nicht unabhängig von uns stattfinden und die natürlich da auch in das Unbewusste eingehen, ist klar. So viel zum Unbewussten der Jury. Ich schlage vor, liebes Publikum, liebe Frau Martini, wir sehen uns die nächsten vier Kandidatinnen an und in Skizzen die Inhalte der Bücher. Bitte Film ab, wie gesagt, alphabetische Reihenfolge. Und dann stelle ich der Frau Martini noch zwei Fragen. Mein Name ist Ludwig Huber, ich bin Zoologe, ich bin Leiter des Messerli-Forschungsinstituts und hier auch der Abteilung für vergleichende Kognitionsforschung. Viele Jahre waren wir die einzigen weltweit, die mit KEAS geforscht haben, die auch KEAS hatten zur Forschung. Also ich habe mich in dem Buch beschränkt auf 6 Bereiche. Der Aufhänger war, ob Tiere denken können, ob Tiere in einer bestimmten Art und Weise auch rational sind und dann, ganz spannend, ob sie auch Bewusstsein haben. Ich habe das Buch ja schon mit dem Ziel geschrieben, nicht nur trocken und nüchtern die Forschung und deren Ergebnisse auf den Tisch zu legen, sondern schon dann auch darauf hinzuweisen, wie wir uns moralisch, ethisch den Tieren gegenüber stellen sollen. Das heißt, ich leite dann im Schlusskapitel sehr wohl Konsequenzen ab und weise darauf hin, dass wir unseren Umgang mit Tieren in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen echt überdenken müssen, also durch Wissen unser ethisches Verständnis zu ändern. Ich heiße Stefan Malinowski, ich bin Historiker und unterrichte europäische Geschichte an der University of Edinburgh in Schottland. Also im Buch geht es um eine der bis 1918 mächtigsten Familien Europas, um die Familie Hohenzollern, um ihren Sturz in der Revolution, um ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus und dann auch um eine Reihe von skurrilen Selbstdarstellungsversuchen dieser Familie Hohenzollern. Ja,
Also die Detailfrage, aus der das hervorgegangen ist, die juristische, war die Frage, ob der älteste Sohn des letzten deutschen Kaisers, der sogenannte Kronprinz, Kronprinz Wilhelm, den Nationalsozialismus unterstützt hat oder ihm in der Sprache der Juristen erheblichen Vorschub geleistet hat. Daraus ist dann eben etwas entstanden, was eine Familiengeschichte wurde. Und ich selbst würde dieses Buch eigentlich beschreiben als einen Beitrag zur Kulturgeschichte der deutschen Rechten im 20. Jahrhundert. Man kann praktisch diese Familie und diese Figur wie eine Brille, wie ein optisches Instrument verwenden, um einen neuen Blick auf eine sehr alte Frage zu werfen und anhand dieser Familie mikroskopisch reinzuschauen in das rechte, konservative, nicht-nationalsozialistische Milieu. Ich bin Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In meinem Buch geht es um die Grenze als Sortiermaschine. Und die Sortiermaschine ist eine Grenze, die aufgrund von Technologie, auch aufgrund von physischen Grenzziehungen, immer stärker unterscheidet zwischen erwünschten und unerwünschten, gewollten, ungewollten Formen von grenzüberschreitender Mobilität. Ja, das ist so eine ureuropäische Erfahrung. Der Fall der Berliner Mauer, auch sozusagen das Verschwinden der Blockgrenzen, die europäische Einigung, also all das sind Prozesse gewesen, die jetzt für uns Europäer eine große Rolle gespielt haben und die tatsächlich natürlich auch Gewinne an Mobilität mit sich gebracht haben. Ja, das Buch ist ja auch geschrieben, um bei uns eine Irritation auszulösen und vielleicht auch unsere eigene liberale Weltsicht, die sich auch immer feiert, sozusagen in dieser Art von Globalisierungseuphorie, die ein Stück weit in Frage zu stellen. Und wenn das bei dem einen oder der einen oder dem anderen gelingt, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Mein Name ist Nathan Schneider. Ich bin Soziologe und wohne und arbeite in Tel Aviv. Fluchtpunkte der Erinnerung fragt, ob der Holocaust oder die Shoah ein einzigartiges Verbrechen oder mit anderen Verbrechen wie der Kolonialismus zu vergleichen ist oder nicht. In gewissem Sinne ist Israel, die Existenz des Staates Israel, eine der größten Erfolgsgeschichten des Antikolonialismus. Postkolonialisten sehen das völlig anders und deswegen ist es für sie auch ungeheuer wichtig, die Shoah oder den Holocaust in einem kolonialistischen Zusammenhang zu verstehen, um damit auch die Besonderheit und die Einzigartigkeit des Holocaust irgendwie zu verneinen. Ich würde gerne mit dem Buch eine Brücke bauen zwischen zwei verschiedenen Grundeinstellungen gegenüber Politik, dass also Menschen, die glauben, dass sie sich gegenseitig beschimpfen irgendwie, miteinander ins Gespräch kommen können und dass ich mit dem Buch irgendwie die Instrumente dafür geben kann. Frau Martini, zwei Fragen darf ich Ihnen noch stellen in Anbetracht der voranschreitenden Zeit. Sie sind ja seit vielen Jahren Sachbuchredakteurin, spezifisch zuständig für das politische Sachbuch. Was hat sich denn, wenn Sie die letzten 10 Jahre, 15 Jahre Revue passieren lassen, auf diesem Markt getan? Gibt es markante Veränderungen, die benennbar wären? Ja, ich denke schon. Tatsächlich denke ich, es gibt zwei Veränderungen, die aber miteinander zusammenhängen. Zum Ersten glaube ich zu beobachten, dass es so eine Tendenz gibt, individualisierende Zugänge gegenüber der Analyse von Strukturen zu privilegieren. Das ist so ein Trend in der allgemeinen Publizistik, also auch in den Zeitungen. Und
wir erleben ja auch insgesamt, dass sozusagen Diskurse sich sehr stark um Gefühle herumgruppieren derzeit, und das spiegelt sich da durchaus wieder. Zum Zweiten denke ich, dass es einfach viel mehr Bücher von Journalisten und Journalistinnen gibt, als es noch vom, vielleicht, ja, wenn wir den Zeitraum nehmen, 10 Jahren oder so, der Fall war, was natürlich auch nicht einfach so geschehen ist, sondern das hängt natürlich mit den Veränderungen und dem Umbau der Universitäten zusammen, der einfach sehr folgenreich ist. Und ich kann jetzt eher für die GeisteswissenschaftlerInnen sprechen, da ist es einfach dann zum Teil mittlerweile eben auch relevanter, in international rezipierten Zeitschriften zu publizieren, als mal eben schnell ein Buch auf den Markt zu werfen. Das hat vielleicht zur Folge, dass die Verlage etwas beweglicher und flexibler geworden sind. Also es gibt viel mehr Debattenbücher, die viel schneller hergestellt werden. So. Aber ja, das hat Vor- und Nachteile, nicht? Also muss man weiter beobachten vielleicht. Dann haben Sie jedenfalls weiter gut zu tun. Eine Frage noch, liebe Frau Martini. Vor allem in Zeiten der Krise, wir haben es heute mehrfach gehört, wird die Kraft der Kultur gern beschworen. Was sagt denn dieses Beschwören der Kultur in Zeiten der Krise über ihren wirklichen Rang in der Gesellschaft aus? Also ich fürchte tatsächlich, dass je lauter die Anrufung der Kultur, desto größer die gesellschaftliche Krise tatsächlich. Also ich denke auch, dass die Covid-Pandemie uns zu Recht bezweifeln lässt, ob die Kultur tatsächlich diesen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Es heißt dann ja auch immer ganz gerne, die Kultur soll Brücken bauen und so. Ich bin da sehr skeptisch, weil das natürlich auch sehr schnell so, man kann sagen, ideologisierende Zugriffe auf Kultur sind oder wo dann die Kultur als symbolische Form eventuell sogar religiöse Lehrstellen ersetzen soll und so. Also rein diskursiv betrachtet, nicht konkret. Ja, da bin ich etwas skeptisch. Ich denke, Kultur sollte auf jeden Fall radikale Fragen stellen und vor allem den Zweifel sehen und vielleicht weniger Brücken bauen, aber den Zweifel sehen. Ein Applaus für Tania Martini. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich bitte nun die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, auf die Bühne. Und zwar, sie wird uns verraten, wer den Deutschen Sachbuchpreis 2022 für sich entschieden hat, und wird auch die Urkunde überreichen. Parallel zu dieser Urkundenüberreichung findet eine Urkundeneintragung in die Blockchain statt, was so etwas wie ein virtueller Grundbucheintrag ist, habe ich mir erklären lassen. Ihre Bühne, und wir erfahren es gleich, und dann die Bühne frei für die Preisträgerin, den Preisträger. So sieht sie aus. Und bevor ich sie öffne, möchte ich noch mal zwei Dinge sagen. Es wird nur einer oder ein Du diese Urkunde bekommen, aber den ganz großen Applaus haben Sie an dieser Stelle noch mal verdient. Das ist ganz irrsinnig, was Sie geleistet haben. Und dann muss ich Ihnen noch was erzählen, was mich eben backstage sehr gefreut hat. Die AutorInnen, die Nominierten, standen zusammen und erzählten, sie würden sich wünschen, am liebsten jeder von jedem anderen die Bücher zu bekommen. Und das ist ihre Leistung in der Jury. Das ist doch klasse, wenn Juroren sich das wünschen. So. Den Deutschen Sachbuchpreis 2022 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Stefan Malinowski, die Hohenzollern und die Nazis. Thank you.
So, während Herr Malinowski sich noch ein Momentchen von dem freudigen Schrecken erholt, lese ich Ihnen die Begründung der Jury vor. Wer bestimmt die Lesart der Vergangenheit? Stefan Malinowski hat ein ausgezeichnet recherchiertes und brillant erzähltes Buch über die Rolle der Hohenzollern seit 1918 geschrieben. In der Frage, ob das Herrscherhaus dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat, ist die Antwort Malinowskis eindeutig. Beim Aufbau des Dritten Reichs schmiedeten die Familie und die NS-Bewegung eine symbolisch-politische Allianz. Das Buch verbindet soziale und politische Zeitgeschichte mit einem Familienporträt und ist zugleich eine glänzende Milieustudie konservativer und rechter Republikfeindlichkeit. Es zeichnet sich durch stringente Argumentation und souveräne Quellenkenntnis aus. Malinowski gibt eine überzeugende Antwort auf die Restitutionsforderungen der Hohenzollern und verteidigt zugleich die Wissenschaftsfreiheit gegen Widerstände. Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Vorstand Berlin, Humboldt Forum im Berliner Schloss am 30. Mai 2022. Und die Bühne ist Ihre. Also der Witz im Vorgespräch gestern in der Runde mit den anderen Autorinnen und Autoren war, man darf als Nominierter nicht auf so eine Veranstaltung gehen und dann als ersten Satz sagen, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Deswegen ist jetzt mein erster Satz, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber weil ich die Vorwarnung hatte, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ich hätte damit nicht gerechnet aus zwei Gründen. Also erstens habe ich dafür mehrere Zeugen, dass das so ist. Und zweitens bezieht sich der Satz natürlich auch auf die Bedeutung der Themen der anderen Bücher, die heute nominiert sind, und auf die Qualität dieser anderen Bücher. Ich würde, beim Überlegen ist mir eingefallen, als Historiker im Archiv, ich habe mich länger schon mit Adelsgeschichte beschäftigt und mir fiel als Doktorand ein, war ich in verschiedenen Adelsarchiven und habe dort, wenn adlige Männer aneinander schreiben, von Haus zu Haus, wie das im Adel heißt, dann ist manchmal die Abrede in einem Brief, also ganz am Ende die letzte Formel, ich erbitte mir die Gnade, mich ihrer Gattin vor die Füße werfen zu dürfen. Ich möchte jetzt mit Bezug auf die Jury nicht um die Gnade bitten, mich Ihnen vor die Füße werfen zu dürfen, aber vielleicht doch meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, für diese Entscheidung, die mich immens erfreut. Vielen Dank. Und wenn ich mit das mit dem Dank noch ein kleines Stück weiterziehen darf, also ich möchte mich bedanken bei meinem Verlag und für seine Unterstützung, insbesondere bei Christine Rotter. Ich möchte mich bedanken noch einmal bei meinem Freund und Rechtsanwalt Marcellus Puhlemann, der mich seit 2015 gegen die juristischen Angriffe, die Georg Friedrich, Prinz von Preußen, als Chef des Hauses angestrengt hat, gegen mich und gegen viele andere Kolleginnen und Kollegen und Journalisten herzlich bedanken, nicht nur dafür, weil seine Verteidigung erfolgreich war. Ich möchte mich stellvertretend bedanken, weil Sachbücher, da geht es ja um Sachen und Sachen haben Sachkennerinnen und Sachkenner. Fünf davon würde ich gerne nennen, denen ich besonders verpflichtet bin. Das ist Carina Urbach, das ist Jürgen Luh, das ist Henning Holsten, Christoph von Wolzogen und Sophie Schönberger. Das sind diese fünf Namen, möchte ich nennen, stellvertretend für die ungefähr 50 Personen oder mindestens 50 Personen, die dazu beigetragen haben, dieses Buch zu machen, ohne die es nicht hätte schreiben können. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz drei Punkte erwähnen, von denen ich glaube, dass sie in dem Buch vorkommen und ich versucht habe, in diesem Buch zu behandeln. Worum geht es in dem Buch? Zum einen in diesem Buch geht es um die Zerschlagung einer Demokratie, also der Weimarer Demokratie. Und es geht um den Aufbau, um die Ermöglichung und um die Inbetriebnahme der deutschen Diktatur. Das ist nicht gerade eine originelle oder neue Frage unter Historikern des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Aber es bleibt eine der zentralen Fragen, wenn man nach den Gravitationspunkten der Verheerungen im 20. Jahrhundert sucht, dann ist das Jahr 1933 und die Frage der Herstellung dieser Demokratie, dieser Diktatur nach wie vor
zentral. Ich habe versucht, diese alte Frage aus einer bislang nur selten eingenommenen Perspektive, nämlich aus der des Hochadels und eben spezifisch aus der Perspektive der Familie Hohenzollern, nochmal einzunehmen. Hannah Arendt ist heute schon mehrfach zitiert worden und auch in meinem Buch kommt sie oft vor. Hannah Arendt hat in ihren Elementen und Ursprüngen von der totalen Herrschaft von 1951 die Formel vom Mob geprägt und Mob definiert sie als das Bündnis der Deklassierten aller Klassen. Und wenn ich kurz Willy Brandt das Wort im Mund umdrehen darf, dann ist die Konstellation, die 1933 zustande kommt, hier wuchs zusammen, was nicht zusammengehörte und dann eben diese Formung macht und in eine Komponente in diesem Mob, um mit Arendt zu sprechen, also in dieser neuen Konstellation, die die Diktatur ermöglicht und herstellt, sind Teile der alten Eliten und als Versuchsstation praktisch habe ich die Familie Hohenzollern verwendet. Ich versuche also in dem Buch weit über diese Familie hinauszugreifen und habe versucht, das zu schreiben als eine Reinterpretation der Frage, wie man 33 erklärt. Zweitens ist das Buch, glaube ich, ein Lehrstück über PR. Der Begriff entsteht ungefähr zeitgleich mit dem Fall des Kaiserreichs nach 1918. Also es ist ein Lehrstück über PR, über Propaganda, über Lügen und über Legenden, die nach 1918 entstehen und die für eine Gruppe und für eine Familie wie die Hohenzollern, die formal praktisch nicht mehr existiert nach 1918, weil sie in der Weimarer Reichsverfassung formal abgeschafft wird. Aber natürlich sind die Personen noch da, die Burgen und die Schlösser, die charismatische Sendung und die Ausstrahlung der Familie ist weiterhin da. Und die Art und Weise, wie die Familie aus dem Stand nach 1918, nach ihrem tiefen Sturz, versucht hat, über sich selbst Legenden zu erfinden und wie sie versucht hat, sich in der Weimarer Republik, dann im Dritten Reich, in der Bundesrepublik und nach der Wiedervereinigung nach 1919 über sich selbst Geschichten zu erzählen, ist erzählende Affen, glaube ich, eine Geschichte in sich selbst. Im Buch ist das letzte Kapitel und ich glaube, man kann hier relativ viel darüber lernen, wie Alternative Facts hergestellt werden, um das größte, bisher, wie ich meine, größte Unwort des 21. Jahrhunderts nochmal zu verwenden. Drittens und letztens, die Geschichte dieser Gruppierung und die Geschichte des Adels und die Frage, wo diese Vermögensmassen herkommen und wem sie gehören und wer darauf legitimerweise Anspruch erheben kann und warum der Bund oder das Land Brandenburg oder andere Institutionen überhaupt diese Verhandlungen führen, das ist in dem Buch nicht, ich habe nicht mal den Versuch gemacht, das ist auch nicht in meiner Kompetenz, diese Fragen zu behandeln. Es ist aber eine Studie und ist vielleicht der unsichtbar größte Teil in diesem Buch, in dem es um eine Gruppe von Menschen geht, die auf der Grundlage von mäßigen Leistungen maßlose Forderungen an den Staat stellen. Und man kann die Frage stellen, ob das irgendwann aufgehört hat oder ob diese Konstellation bis in die Gegenwart praktisch andauert. Es ist eine Frage nach, ich finde diese Formel sehr schön, nach unverdientem Vermögen, ein Begriff, den man schwer übersetzen kann in andere Sprachen. Also die Frage, wo kommt dieses Vermögen eigentlich her? Und breiter gefasst, es geht in dem Buch sicherlich auch und ich denke, das ist der Grund, warum so viele Menschen, die sich mit Geschichte des Nationalsozialismus überhaupt nicht auskennen, für dieses Thema interessieren. Es geht in dem Buch um Ungleichheit und um die Frage danach, wo Ungleichheit herkommt, wie man sie konserviert und wie die Ungleichheit erhalten wird. Das sind die drei Punkte, mit denen ich das hier gerne beenden würde. Jürgen Kauber hat im letzten Jahr, als er den Preis bekommen hat, an dieser Stelle gesagt, bitte lesen Sie auch die anderen Bücher. Das möchte ich wiederholen. Lesen Sie auch die anderen Bücher und lesen Sie. Und vor allem vielen Dank. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Deutsche Sachbuchpreis 2022.
Was wären solch hochkarätige Preisverleihungen ohne dazugehörige Verköstigung? Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Gäste der Zeremonie hier im Humboldt-Forum zu einem Abendessen geladen sind. Und erlauben Sie mir, mit dem großen europäischen Autor Cevat Karahasan die Veranstaltung, die Preisverleihung zu beschließen, und zwar mit Cevat Karahasan, der unlängst hier in Berlin gesagt hat: Leser sind keine Konsumenten. Liebes Publikum, versuchen Sie möglichst mit dieser inneren Haltung zu lesen. Herzlichen Dank.